35. Na komm, 35. Ja. Schau doch, da ist doch einer. Schau an, wen haben wir denn hier? Es ist so, wir zahlen und du tust, was wir sagen. Bist du einverstanden? Und warum tut ihr... Okay, Mann, hör zu, wenn du das Geld nicht willst, dann verpiss dich. Aber wenn doch, geh da zu diesem Loser und hör dir die erste Aufgabe an, okay? Okay. Schau! Ich heiße Samuel. Und du? Nenn mich einfach Charles. Charles, danke. Also Leute, hier haben wir Penner Nummer 1 und Penner Nummer 2. Er ist neu. Heute Abend werden sie etwas Besseres essen als den sonstigen Müll. Und das zum ersten Mal in ihrem Leben. Wir haben leckere Hamburger. Und Fritten. Charles, jetzt müssen wir diese Hamburger essen und jeden Bissen genießen. Als hätten wir noch nie so etwas Leckeres gegessen. Aber du hast doch sowas schon mal gegessen. Ja, na klar. Aber diesen Typen sind wir total egal, ohne Schuhe und nicht zahlen. Glaub mir das. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Okay. Schaut euch diese Penne an, die das erste Mal in ihrem Leben etwas Anständiges essen. Wie nett von uns. Köstlich, ja. Köstlich. Das ist echt so lecker. Unglaublich. Dankeschön. 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 Das ist so lecker. Also, nach diesem leckeren Essen seid ihr bestimmt sehr durstig. Also, Ethan, geh zu Bob und zieh ihm einen Schuh aus. Warte, was? Halt mal still! Oh, was machst du da? Ich bereite unseren Pennern einen Cocktail zu. Machst du Witze? Nein, mache ich nicht. Ihr kriegt 50 Kröten, wenn ihr jetzt aus diesem Schuh trinkt. Mein Freund, du musst das nicht trinken. Ich brauche das Geld aber. Oh. Oh. Also, hey Leute, hallo an alle, die sich gerade eingeloggt haben. Keine Sorge, die tun das alles freiwillig. Diese Penner trinken Cola, nachdem wir ihnen etwas Leckeres zu essen gegeben haben. Machen wir doch noch einen. Prost. Ja. Also? Was sagst du dazu? Wisst ihr was? Es ist wirklich köstlich. Köstlich? Hör mal, Ethan, ist echt alles in Ordnung? Ich hoffe, mein Fuß bleibt dran, wenn ich den Schuh anziehe. Also, sagt uns in den Kommentaren, ob diese Helden eine Belohnung verdienen. Wie versprochen. Euer Geld. Euer Geld. Ihr habt doch nicht gedacht, dass ich jedem von euch 50 Euro gebe, oder? Nein, nur einer von euch kriegt das Geld. Okay, also, jetzt schauen wir mal, wie weit diese Penner bereit sind zu gehen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie das endet. Also, macht euch bereit zu kämpfen. Hier, nimm du es. Nein. So funktioniert das nicht, okay? Ihr müsst um das Geld kämpfen oder keiner von euch kriegt es. Ich tu es nicht. Klar machst du das, weil du das Geld brauchst. Ich brauche das Geld für die Behandlung meiner Tochter, aber was ihr hier von uns wollt, ist nicht zu viel. Eine Sache ist es, sich selbst zu verletzen oder sich irgendwie zu erniedrigen. Aber es ist etwas ganz anderes, einen anderen Menschen zu verletzen. Schaut mal, er macht auf Opfer. Morgen kommst du wieder und flehst mich um Geld an, dafür, dass du alles tust, was ich will. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich das nächste Mal Geld habe. Also denk gut nach. Du bist erbärmlich. Vielleicht bist du deswegen so arm und so spießig. Was wird deine Tochter von dir denken? Hey, wartet mal kurz. Wartet. Hört zu. Ich glaube, ich habe eine viel bessere Idee, was wir jetzt alle tun könnten. Was für eine Idee, du Penner? Es ist eigentlich keine Idee, mehr ein Spiel. Wir stellen uns gegenseitig 3 Fragen. Wenn ich deine Fragen richtig beantworte, dann gibst du Samuel diese 50 Mäuse. Und wenn du meine Fragen richtig beantwortest, dann tue ich alles, was du sagst. Das ist doch langweilig. So einen Blödsinn höre ich zum ersten Mal. Wow, Woody, das sind jetzt fast 5000 Leute, die uns hier live zuschauen. Was sagst du da?
5000? Ja. Wow, so viele haben wir noch nie gehabt. Ja. Also, akzeptiert. Was ist denn das teuerste Restaurant in der Stadt? Es heißt Oscar. Es sind noch mal 1000 dazugekommen. Sie feiern ihn in den Kommentaren. Du kennst doch dieses Restaurant nur, weil du davor immer bettelst, richtig, ja? Die nächste Frage. Von welcher Marke ist denn meine Jacke hier? Und wie viel hat sie gekostet? Das ist Balenciaga aus der letzten Kollektion. Und ihr Preis ist so ungefähr 1200. Wow. Der weiß Sachen. Ja, und wir werden durch ihn sehr berühmt, ganz nebenbei. Jetzt kommt deine letzte Frage. Okay. Wie viel Kraftstoff passt denn in den Tank des Tesla Models X? Gar nichts. Das Tesla-Auto hat gar keinen Kraftstofftank. Okay, okay. Also, du bist dran. Ja, das ist fair, ich bin dran. Also, wie viele Menschen leben letztendlich auf der Straße wegen der Fehler, die sie gemacht haben? Vielleicht zu 100%? Nein. 80% der Menschen leben auf der Straße aus Gründen, auf die sie gar keinen Einfluss haben. Weißt du denn, wie viele obdachlose Menschen einen Hochschulabschluss haben? Keinen. Falsch. 50%. Willst du mir sagen, die Hälfte der Obdachlosen hat eine Ausbildung? Samuel, mein Freund, sag uns bitte, was du studiert hast. Politikwissenschaften. Politikwissenschaften. Und jetzt meine dritte und letzte Frage. Wer bin ich? Wer du bist, soll ich sagen? Du bist ein Loser, der durch falsche Entscheidungen sein Leben zerstört hat. Nein. Du hast dich getäuscht. Papa? Wusstet ihr das? Was? Oh. Nein! Nein! Mr. Hill, was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass mein Sohn und seine Freunde schreckliche Dinge tun. Auf diese Art habe ich dich nicht aufgezogen und behandelt. Und ich verspreche dir, junger Mann, dass die Militärschule auf dich warten wird. Was euch betrifft, meine jungen Herren, ich muss euch sagen, dass ich euren Eltern erklären werde, was ihr hier gemacht habt. Verzeihen Sie uns bitte. Bitte sagen Sie nichts zu unseren Eltern. Niemand hat es verdient, so behandelt zu werden, wie ihr andere behandelt. Papa, ich kann es dir erklären. Samuel, mein Freund. Mein richtiger Name ist Edgar Hill. Und es tut mir furchtbar leid, was Sie heute alles durchmachen mussten. Mein Sohn und seine Freunde werden bekommen, was sie verdienen. Und was Sie betrifft, denke ich, sollten wir Ihre Geldprobleme lösen. Und vielleicht finden wir einen Weg, um bei der Behandlung Ihrer Tochter zu helfen. Also, Sir, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich weiß wie. Versprechen Sie mir, dass wir uns morgen wiedersehen. Und Sie erzählen, wie Sie auf der Straße gelandet sind. Und was wir da tun können. Das verspreche ich. Danke.